Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Anglerwelt Tackle Talk. Es ist mir heute eine Freude, beziehungsweise muss ich ja eigentlich schon sagen, eine Ehre, euch zwei neue Granden am High-End-Spinnrutenmarkt vorzustellen. Und dabei geht es um nichts anderes als um die breiten, brandneuen Spinning-Modelle aus der Orion-Serie. Ja, viele von euch, und dazu zähle ich natürlich mich selber auch, haben ja auf die wirklich schon gewartet. Und da hätten wir einerseits die The Free Will und das zweite Modell, die The Black Guardian. Wenn man jetzt die Routen natürlich im ersten Moment anschaut, denke ich, oh, es haben die ersten Kork-Komponenten in Weg in die Orion-Serie gefunden. Ja, da hat sich wohl der Kikumoto-san ein bisschen inspirieren lassen von der alten Herakles-Serie. Man muss sagen, summa summarum in Finish richtig sweet gelungen. Und der zweite Eindruck, gerade bei der Free Will, wenn man es in die Hand nimmt, dass diese Route eigentlich in sich perfekt schon ausbalanciert ist. Da ist nicht einmal noch eine Rolle drauf. Und der Balance von der Route ist so perfekt schlüssig. Und ja, bei der Black Guardian muss man sagen, dass in der Route so ein richtiger Kraftbursche versteckt ist, was man eigentlich im ersten Moment gar nicht erwartet von einer Route in dieser Wurfgewichtsklasse. Also ich muss sagen, die beiden Routen versprechen wirklich, wirklich sehr viel im ersten Moment, aber ich würde sagen, gehen wir mal genauer im Detail auf die beiden ein. Beginnen wir mit der Free Will. Die Free Will von den Eckdaten her ist eine Spinnroute mit einer Länge von 1,90 m, einem Wurfgewichtsrating nach oben hin von 7 Gramm und ein Eigengewicht von 94 Gramm. Das Besondere bei der Free Will ist eigentlich, dass die erste Route ist, wo die Verwendung vom T1000G Carbonmaterial hergenommen worden ist und das Ganze eigentlich mit einer verkürzten Solip Dip kombiniert wurde. Das Ganze nur noch unter Einfluss natürlich auch von einem 40 Tonnen Carbon. Aber wie gesagt, das Besondere ist ja hierbei, dass Evergreen auf eine sogenannte Solid Dip bzw. die Kombination mit einer Vollcarbonspitze zurückgegriffen hat. Bei Vollcarbonspitzen ist man sehr oft gewohnt, dass die sehr, sehr schnell sind und da man wirklich gerade oft ein Problem hat im Finesse-Bereich, wirklich in Köder punktuell, gerade bei so Shaky Head oder Wacky Rigs, punktuell am Punkt bei der Köderpräsentation zu halten, ohne ihn gleich wegzusetzen. Aber da ist wirklich Evergreen bei der neuen Free Will gelungen, die Spitze so zu designen, dass es einerseits sehr, sehr sensibel ist, aber trotz allem nachher vom Anschlag genug Geschwindigkeit aufbaut, dass man hierbei, auch wenn man einen leichten Widgard und dergleichen verwendet, eigentlich problemlos einen Anhieb setzen kann. Nach hinten hin habe ich natürlich als Hauptbasis den T1000G Blank, der was einerseits sehr, sehr, sehr viel Power hat, aber andererseits sehr viel Energie beim Auswerfen mitbringt, aber natürlich, wie schon von mir angesprochen, genug Power auch, um kampfstarke Fische problemlos zu handeln. Punkt kampfstarke Fische habe ich eben nach hinten noch hin eine geschlossene Quattro Woven Verstärkung vom Blank hinten, somit habe ich einfach ein robusteres Backbone, also Rückgrat, dass ich nach hinten hin einfach noch versteckte Kraftreserven auch im Finesse-Bereich habe. Von der Beringung selber her habe ich Titanium Keyguides durchgehend. Nach vorne hin ist die Beringung bei der Free Will ein bisschen enger und kleiner gehalten, einfach aus dem Grund heraus, dass sich die Schnur beim Auswurf einfach nicht über die Spitze vorne verheddern kann und auch natürlich die kleinen Ringe in Kombination mit der Solid Tip, dass ich hier eine Gewichtsersparnis habe. Nach hinten hin habe ich von meinem Foregrip her, der läuft zylindrisch, also nach vorne hinaus abgeflacht. Das hat einfach den großen Vorteil, wenn ich nachher meine Rolle montiert habe, liegt das schön ergonomisch in meiner Hand eigentlich und habe aber auch noch nach vorne hin die Option, mit meinem Zeigefinger direkt am Blank zu greifen, um so eine noch bessere Köderkontrolle bzw. Bissverwertung in diese Richtung zu haben. Wie ja bereits von mir am Anfang schon angesprochen, ist ja die Free Will in sich, muss man ja quasi schon ohne jegliche Rolle perfekt ausbalanciert. Man sieht es eigentlich hier, es ist eigentlich schon perfekt in der Schwebe, ohne dass ich eigentlich diesbezüglich irgendeine Rolle anbringe. Und ja, ich würde sagen, das waren einmal die ersten Eckdaten zur Free Will. Schauen wir uns das Ganze mal bei der Black Guardian an, wie das hier aussieht. Wo der Fokus bei der Free Will eigentlich war, eine extrem feinfühlige Finesse-Route zu sein, was zum Beispiel für Dropshot-Montagen, leichte Reggae-Rigs, kleine Softshark-Bits hernehmen kann, ist der Fokus bei der Black Guardian gewesen, eine Spinning zum Designen mit einem Wurfgewicht
bis zu einer halben Unze, was ja im GDM-Bereich teilweise doch recht selten ist, was ich extrem vielfältig einsetzen kann. Also genauso im Hardbait, aber auch im Softbait-Bereich. Mit dem Hintergrund aber, wenn ich wirklich kampfstarke Fische im Heavy Cover, also näher wirklicher markanter Strukturen, problemlos nur in die Richtung handeln kann. Und das hat eigentlich die Firma Evergreen dadurch geschafft, dass einerseits herkommen ist, wieder, auch wie bei der Freewheel, auf die bewährte TN1000G Blank zurückgegriffen hat. Aber nach hinten hin, und das muss man sagen, ist auch im Vergleich zu Freewheel, wo das wirklich nur hinteren Bereich abspielt, ist eigentlich bei der Black Garden quasi bis zur Mitte, geht man her und verstärkt den Blank mit einer Quattro Row Matte, was nach hinten hin einfach noch ein kräftigeres Backbone gibt. Aber trotz allem nach vorne hin ist man hergegangen und hat die Spitze vorne aus den 24 Tonnen Carbon gefertigt, was einerseits den Vorteil hat, wenn ich es gerade zum Beispiel mit Twitchbaits oder Jerkbaits nehme, dass die Rute nicht, die Rutenspitze nicht zu schnell ist, aber man muss sagen, trotz allem, wenn es ganz wirklich zum Beispiel mit Jigs und dergleichen einsetzt, habe ich trotz allem einen perfekten Köderkontakt und auch im Punkt, wenn ich das Ganze zum Beispiel mit einem Texas Rig oder einem leichten Wildcardfisch genug Kraft von vorne habe, beziehungsweise Geschwindigkeit, dass ich den Haken auch diesbezüglich wirklich perfekt setzen kann. Eines, was man da bei der Black Guardian auch noch sagen muss, was gerade für alle interessant ist, was jetzt nicht unbedingt vom Boot aus fischen, sondern auch vom Ufer, dass das Ding mit ihrem Aufbau eine unglaubliche Weitwurfmaschine trotz ihrer Länge von gerade mal 1,96 Meter ist. Was man dazu auch noch sagen muss, habe ich schon erwähnt, hier bei der Black Guardian, muss man sagen, sind wir bei einem Wurfgewicht trotz dieser ganzen Performance und Kraft von gerade mal 100 Gramm. Die Beringung bei der Black Guardian ist so angelegt wie bei der Freewheel. Ich habe genauso Fuji Titanium Key Guides durchgeführt, wobei im Vergleich zur Freewheel die Beringung nach vorne größer gehalten ist, einfach aus dem Grund heraus, wie ich vorher erwähnt habe, es ist da auch der Fokus gewesen, eigentlich wirklich auf die Wurfdistanz, dass ich trotz der kurzen Länge bei der Route auch hinlege und deswegen ist das Ganze eine Spur größer gehalten, dass ich einfach auch in Kombination mit ein bisschen dickeren Schnüren, also ein bisschen dickere Flocarbon oder geflochtene, mehr Wurfdistanz einfach rausholen kann. Nach hinten hin, der Händel ist sehr griffig gestaltet, also wie gesagt, auch wenn ich wirklich kampfstarke Fische handeln muss, liegt das Ganze wirklich sauber und griffig und in der Hand. Und nach vorne hin ist nach dem Schraubrollenhalter, wo ich nachher meinen Finger wirklich sauber ablegen kann, eine kleine Aluminiumhülse gehalten, was mit dem Blank unten verbunden ist. Und so auch bei der Jig-Fischerei mal eigentlich alle Vibrationen, Bisse, Köderkontakte wirklich 1:1 perfekt weiterleitet. Ja, wie bereits auch gesagt, bei der Freewheel in sich ein extrem schlüssiges Modell und ich darf sagen, gehen wir mal her und testen wir die beiden Routen einmal am Wasser und schauen wir mal, was dann so herhalten. Heute haben wir so ein richtig wunderbares Wetter ausgesucht für ein Tackle Review. Mitten, wie ich jetzt eigentlich das Boot herrichten wollte, wenn man so ein richtig gewaltiger Regenschauer erwischt. Aber ja, sei es drum, so ist halt die Fischerei. Kommen wir zurück zu der Freewheel und den ersten Test am Wasser. Ich habe es einmal rollentechnisch gebaut von der Firma Diver mit der Aridine der Größe 2000. Und schnurtechnisch habe ich ebenfalls von der Firma Diver die Tournament Evo Plus im Durchmesser von 0,08 mm. Ködertechnisch werde ich zum Start in Bass Enemy in der 3-Inch Variante hernehmen, gebaut mit dem Zabu Pretty Hook. Das ist ein Setup, was ich eigentlich in letzter Zeit extrem gern zum Barschfischen hergenommen habe. Für alle, was noch interessiert, hakengrößenmäßig habe ich hier von der Firma Zabu im Breed in der Größe 3 mit einem Gewicht von 0,8 Gramm. So, dann schauen wir mal, wie die Freewheel das Setup so macht. Wurftechnisch geht das Ganze wie Butter von der Hand, auch präzisionsmäßig pipifein das Ganze. Und was ich sagen muss, was man da in der Absinkphase trotz dem kleinen Spinnerblatt eigentlich merkt, ist, dass die Freewheel eigentlich perfekte Vibrationen 1:1, auch wie gesagt, wenn es nur so ein kleines Willow Blade, also ein Spinnerblatt ist, perfekt eigentlich 1:1 an mich weiter. Und was ich auch noch sagen muss, so trotz der Sole-Tipp, habe ich eigentlich sogar, wenn ich den Köder langsam durchkurbel, sehe ich so die gleichen Vibrationen von dem kleinen Spinnerblatt sogar in der Rutenspitze. Also man muss sagen, eigentlich, trotz allem, wie bereits erwähnt, dass eigentlich ein Sole-Tipp ist, extrem feinfühlig die Spitze. Ja, das ist der Fisch dran. Jawohl, nice. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, erster Fisch gelandet,
Ja, nicht so unbedingt der ultimative Riese, aber ein definitiv guter Start. Und dann würde ich sagen, gehen wir es an und schauen wir uns den neuen Black Guardian einmal im ersten 1:1 Test am Wasser an. Die Black Guardian habe ich für den ersten Testlauf gebaut mit der Diver Exist in der Größe 2500. Schnurtechnisch habe ich oben von der Firma Diver die Tournament Evo Plus im Durchmesser 0,10 mm. Und ja, zum ersten Test rigtechnisch war eigentlich so, was auch gerne immer wieder zum Barschfischen bei uns hergenommen wird, ein kleines Chebo-Rig. Also ich habe das Ganze hier von Decoy, das Chebo genommen. Lieber eigentlich die Kombination, gerade mit Krebs im Daten, was nach vorne hin wie ein kleiner Teller abgeflacht ist. Und nach hinten immer einen alten Klassiker, nämlich von der Firma Evergreen in Kickerback in der 3,5 Inch Größe. Schauen wir mal, wie sich das Ganze macht und wieder auch die Rückmeldung vor allem bei der Route ist. Gewichtsmäßig habe ich das Ganze in 5 Gramm gehalten. Ah, okay. Ich fische jetzt nämlich hier gerade ein bisschen ins Cover hinein, sprich ein paar versunkene Bäume. Rückmeldung ist gut. Ich muss sagen, was man auch hier wirklich sauber merkt, ist die Fallphase vom Köder. Wird wirklich perfekt eigentlich übertragen. Und. Oh, erster Biss war schon. Oh, und der nächste. Jawohl. Nächster. Yes. Jetzt geht's aber dahin. Und erster Wurf und Strike. Neue Black Guardian. Gleich beim ersten Wurf eingeweiht. Jawohl, jawohl. So kann es ja wirklich nicht weitergehen. Ich muss sagen, echt sweet. Ich muss sagen, die Rückmeldung. Erste Attacke war eigentlich in der Fallphase, hat mich wirklich selber auch überrascht das Ganze, deswegen habe ich wirklich das erste Mal verfrüht angeschlagen, weil es so radikal weitergeben muss, aber im zweiten Mal wirklich perfekt gesessen. Ja, ich muss sagen, vom Start weg eigentlich hellauf begeistert von der Black Guardian. Ja, setzen wir den Burschen jetzt geschwind zurück, dass er nicht so lange im Trockenen ist. Ja, als erste Feedback nach ein paar Würfen, was ich euch geben kann, ist, dass ich von den beiden neuen Orion Spinnings wirklich mehr als hellauf begeistert bin. Ich muss sagen, punkto Sensibilität, die Free Will, ein Wahnsinn, sagen wir auch so auf Wurfdistanzen 20, 25 Meter, während durch die Solid-Tip eigentlich perfekt auch die kleinen Vibrationen weitergeben, was gerade einmal nur das kleine Willow Blade vom Reedy Hook macht. Aber ich muss sagen, was mir wirklich überrascht hat, weil es ja doch ein bisschen mehr als Allrounder ausgelegt ist, ist die Black Guardian, muss ich wirklich sagen, top Rückmeldung. Ich habe das ja vorhin noch gesehen, im ersten Moment bin ich selbst erschrocken, habe einen kleinen Fehlanschlag gesetzt, aber zweiter in die Richtung gesessen. Man muss sagen, die Route hat wirklich so richtig viel Power. Erhältlich werden die beiden Routen bei uns in Österreich sein spätestens mit August, kann sein, dass die Freewheel auch schon Mitte Juli kommt. Erhältlich sind sie natürlich bei uns in der Anglerwelt Wien, in unserem Geschäftslokal in 1220 Wien oder natürlich in unserem Onlineshop unter www.anglerwelt.net. Sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen zu den Routen sein, lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video und ich werde euch gerne binnen Kürze antworten. In dem Sinne, freut euch schon mal auf dieses Highlight, was uns heuer noch erwartet und bis bald.